das ist schon das Riesenrad vom Weihnachtsmarkt. Also wir könnten einmal geradeaus oder einmal außen rum. Wollen wir erstmal einmal außen rum? Ich gehe erst einmal außen rum. Oh, seht ihr das Riesenrad? Oh, ich freue mich. Irgendwann nachher wird es dunkel. Hier ist ein Regionalmuseum Brandenburg übrigens, wollte ich sagen. Mich interessiert jetzt eher das hier. Also erstmal herzlich willkommen in Neubrandenburg. Im verschneiten Neubrandenburg. Ich war hier schon mal, daher weiß ich, dass um die hübsche kleine Altstadt eine Mauer geht und es gibt vier Türme und man kann hier einmal rumgehen. Unten zum Wasser hin, zum Park, gibt es noch eine Mühle. Hier ist schon ein Turm, guck mal. Ey, Neubrandenburg, ich bin jetzt 2,5 Stunden mit dem Zug gefahren. Neubrandenburg, bei dir schneit. So, ich gehe jetzt hier mal bis zur Hälfte und dann gehe zum Weihnachtsmarkt, ne? Leute, zum Zollensesee natürlich. Ich gehe jetzt bis zur Mühle und dann gehe ich zum Zollensesee. Und dann gehe ich zurück in die Stadt. Und dann ist Weihnachtsmarkt und dann gehe ich einmal geradeaus und bin am Bahnhof. Das ist ganz einfach hier. So, hier ist der erste Turm. Ich muss mal, wenn jetzt rechts ein Loch kommt in der Mauer, muss ich mal von der anderen Seite, ich muss mir mal die Häuser angucken hier in der Mauer. Was steht da? Märchenhaus. Neubrandenburger Märchenhaus. Das ist ein Märchenhaus. Da ist schon mein Loch. Ich gehe jetzt schnell mal gucken. Hä, guck mal. So ein Außenrum sieht es halt so aus. Und auf dem Stadtplan gibt es eine Straße, weil Neubrandenburg, die Altstadt, ist einmal ein Kreis. Und es gibt eine Straße im Kreis rum. Ist das lustig, ey. Ja, also ich war schon mal hier, da erkenne ich das. Aber nicht mit Schnee. Das ist der Weihnachtsmarkt. Also da ist der Weihnachtsmarkt. Ist das schön. Willkommen im Treptower Tor. Ich weiß gar nicht, was da steht. Das ist, glaube ich, die Mühle. Hey, ich habe mich jetzt mal durchgefragt. Geradeaus über die Brücke. Und dann nach rechts und dann komme ich zum See. Joche. So, 800 Meter noch. Oh, hier ist es auf einmal so leise und so ruhig, ne? Bevor das Auto kam. Ich hätte nicht gedacht, dass 800 Meter so weit sind. Da vorne ist schon die Straße abgesperrt. Das ist ja eine lange Straße. Hier sind überall so Bootsschuppen. Und hier ist das Wasser eingefroren. Da geradeaus. Hier, guck. Hier sind so Bootsschuppen und hier ist schon Wasser eingefroren.
sieht schon gut aus, wenn hier keine Autos lang dürfen. Oh, da lang. Oh, ich gehe auf die Straße, aber da ist eine Brücke. Ist da der See? Oh, wir können auch über diesen 1 Meter tiefen Schnee wandern, weißt du? Oh, ich möchte über die Brücke da. Oh, Leute, ey. Oh, gut, dass ich meine neue, ich habe neue Schuhe, ne? Oh, gut, dass ich die anhab da. Ja gut, liebe Leute, die Brücke habe ich geschafft. Das ist jetzt wohl der See. Oh, ich war da auch noch nie. Weißt du, was ich denke? Hier sind überall Fahrradstände und Bänke und Spielplätze. Ich denke, man kann hier im Sommer baden. Weißt du? Ich war hier in der Nähe im Urlaub mit dem Fahrrad. Also ich war in Burg Stargard. Außerdem ist das Wasser hier so schön klar. Also ich möchte hier mal baden gehen. Bis am Ende von der Seebrücke kannst du ins Wasser gucken. Pass mal auf, und da steht nämlich ein Fahrrad. Ich weiß nicht mal, ob es hier Wege gibt oder wo die sind, weil ich mich hier gar nicht auskenne. Also alles voll ist. Ich wollte sagen, ich war ja hier schon mal in der Nähe im Urlaub. Da habe ich gesehen beim Fahrradfahren, es gibt hier Bäume, die es bei mir nicht gibt. Die habe ich beim Zugfahren vorhin schon gesehen. Und zwar sind da so eine Puschels dran, ne? Guck mal. Ich wollte sagen, dass hier ein Fahrrad steht. Thank you.
Guck mal, da steht, dass ich in Buxtagard im Urlaub war. Das ist geil. Da ist eine Jugendherberge. Ey, weißt du was, wenn du hier im Neubau wohnst, ne? Dann kannst du im Sommer immer baden gehen. Schön, ich bin immer noch hier. Ist aber auch ein langer Weg, so. Aber, weißt du was? Ich freue mich ja, dass ich vorhin, ich bin dahinter lang gegangen. Ich freue mich, dass ich jetzt den Weg hier zurückgefunden habe. Das ist so ein schöner Wanderweg. Also vielen Dank. Ganz genau. Weißt du wo? Weißt du wo? Beim zweiten Tor. Oder war das das? Oh nein. Hätte ich schon viel früher abbiegen können. Leute, ich gehe jetzt aber geradeaus. Ich gehe jetzt zum Weihnachtsmarkt und die anderen beiden Tore suche ich mir auch noch, ja? Guck mal, da steht schon Fußgängerzone, fängt da an. Ich weiß nur, dass da irgendwo ein Marktplatz ist. Guck mal, hier ist Mediamarkt. Oh, Leute, ey, hier sind richtig Geschäfte. Und da ist der Weihnachtsmarkt in Neubrandenburg. Oh Leute, ey, ich gehe jetzt in eine Geschäfte und auf den Weihnachtsmarkt. Ich habe einen 1-Euro-Laden gefunden. Ne? Ich mag die. Oh Leute, das ist ein Sweatshirt. Oh. Guck mal, ich soll ein Einkaufszentrum. Das mache ich vielleicht nachher. Ich gehe jetzt erstmal auf den Weihnachtsmarkt, bevor mir die Zeit wegläuft. Guck mal, CNA ist hier auch.
geradeaus der Bahnhof. Ich schwenk mal kurz. So sieht's so aus. Herrlich, oder? Uns fehlt das vierte Tor, ist jetzt nicht schlimm, oder? Ihr könnt ja selbst mal herkommen. Ich gehe zum Bahnhof. Geht man das? Ich habe einen Kaffee.